Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Tugger vs. Votum. Hallo. Wir sind jetzt gleich auch unterwegs zum Jedi-Tempel. Genau, wir waren gerade in der Hüttenstadt, haben da aber einiges noch zu tun, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt fliege ich erstmal dem Dü hinterher. Wir müssen ja auch mal wieder. Wir müssen ja auch mal wieder ein bisschen was hier für meine Story-Quest machen, damit ich endlich auch meinen zweiten Gefährten dann mal dazu bekomme. Naja, du brauchst nicht unbedingt einen zweiten Gefährten. Ja, doch, wäre schon günstiger, weil gerade wenn wir das spielen... Du magst das Mädel lieber, stimmt's? Das ist alles. Ja, zum einen. Das hat allerdings jetzt nichts damit zu tun, wegen Mädel und Co. Sondern eher damit etwas zu tun, dass es, ja, wie soll ich sagen, human ist, ja? Also menschlich. Und nicht somit die Rüstungsteile halt auch anziehen kann. Ja, und wenn man halt nur eine Woche spielt und davon von dem Spiel weniger Ahnung hat, wie ich das halt habe. Du kannst die Rüstungsteile von der nicht anziehen, die kann möglicherweise deine anziehen. Richtig, genau. So. Flupp, hier kannst du dich binden. Zack, Jedi-Tempel gebunden. Guck mal, hier steht ein Schwein. Nicht schon wieder. Oh nein. So, ja, haben wir ja repariert, brauchen wir auch nichts sagen. Guck mal, hier sind Schweine mit kleinen Droiden. Viele kleine Schweinchen. Oh, das ist ja richtig hässlich, Alter. Ich find's niedlich. Guck mal hier, so viele, wie viele hier rumstehen. Viele kleine Zwerge. Und Imperiale gibt's hier offensichtlich auch. So. Oh, hier hinten ist was. Was ist denn dort? Schrott. Nur ein bisschen Schrott. Dann, einmal müssen wir hier runter. Und einmal hätten wir dann diese Tür da. Was wollen wir zuerst machen? Das da unten wird. Achso, ne, das ist Helden plus 4. Wollen wir erstmal die Helden plus 4 Mission machen oder willst du doch lieber da rein? Wäre das hier für mich? Das hier wäre für dich. Nur für mich, oder? Dann erstmal hier rein. Ja, dann lieber hier rein erstmal. Na da. So, am Gespräch beteiligen. Warte auf Dylan. Danke, Fremde. Ich hätte nicht gedacht, dass noch jemand töricht genug ist, sich hier rumzutreiben. Dumme Idee, einem verfluchten Senator zu trauen. Der Jedi-Tempel ist verlassen, hat er gesagt. Niemand da, gegen den man kämpfen muss. Nur der Weg dorthin ist problematisch. Und was finden wir? Kampfdroiden, imperiale Kommandos, Sith. Wir haben Glück, dass sie uns nur unsere Beute abgenommen und uns hier zum Sterben zurückgelassen haben. Der Jedi-Tempel ist ein heiliger Ort. Das Plündern hat nun ein Ende. Kein Problem für mich. Was ich suche, ist auf dem Schwarzmarkt eh nichts wert. Senator Stasno sucht nach einem Tagebuch, das seinem toten Sohn gehört hat. Irgendein großes Tier bei den Jedi, das während der Plünderung gefallen ist. Das Tagebuch ist alles, was von ihm übrig ist. Ich fühle mit dem Senator. Und mit seinen Credits. Aber diese Kommandos haben jetzt das Tagebuch. Sie werden uns nicht zweimal verschonen. Der Senator verdient es mehr als das Imperium. Wie ihr wollt, Soldat. Gegen das Imperium zu kämpfen, ist eure Aufgabe, nicht meine. Senator Stasno wartet in der Nähe des Senatsgebäudes. Wenn ihr das Tagebuch zurückholen könnt, wird er euch empfangen. Danke für die Rettung. Los, Jungs, dieser Auftrag war ein echter Reinfall. Aha. Ja, war doch nicht nur für dich, war auch meine Quest übrigens. Das hab ich auch schon gesehen. Gehen wir mal hier runter. Jedi-Tempel. Da ist eine Quest nur für mich. Wettlauf gegen irgendwas habe ich gerade sehen können. Die Ruinen, hier sieht es aber auch aus. Wollen wir erstmal hier reingehen? Das müsste die plus 4 Mission sein. Ach nee, halt, das müsste auf der anderen Seite. Warum ist denn? Gruppenphase. Keine Ahnung, was das hier ist. Aber hier ist auch grün. Du betrittst Dory-Bereich Besitzer Bolzen. Achso? Okay, ich mach erstmal meins. Ja, ich komm halt mal schnell hinterher. Nee, kann ich gar nicht. Was? Was? Instanzauswahl. Hä? Bin ich falsch dran? Hä? Nee, komm mal her. Geh mal durch. Hä? Instanzauswahl. Gilani oder Bolzen? Ja, meins. Dann halt Bolzen, wenn ich drin bin. Ja. So,
So könntest du quasi, wenn du die Dani geklickt hast, wärst du quasi in deine eigene Instanz gegangen. Hm. Ja, aber du hast ja überall. Ach so, das. Hier kannst du quasi ein paar Datacrons oder was wir auch immer montieren. Wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Wir haben auch nicht die entsprechenden Matrix-Splitter. Das war diese Montagestation. Alles klar, können wir wieder raus. Mehr brauchen wir hier nicht. Das war die verkehrte Seite. Weil hier braucht man wahrscheinlich, um sich noch ein bisschen besser auszurüsten, das habe ich noch nicht. Wenn es jemand weiß, kann er es uns ja gerne verraten. Aber, ja, wie gesagt, da müssen wir erstmal das Zeug dazu sammeln. Und wie das da funktioniert, auch noch keine Ahnung. Na toll, ich denke, du hast viel Ahnung, ey. So. Heldenbereich, oberer Korridor. Jetzt wird's natürlich wieder haarig, also mach nicht so so. Ich sag's noch. Ja. Ich sehe das schon. Braun hier. Ja, ich sehe das schon. Und wer heilt mich? Du. Hau mal den Typen, der mich haut. Ich hau gerade alle. Nee, also. den. Ja. So. Ich heile mal den Typen, der mich in Teilen tut. Wen gehst du? Ich Stückchen zurück, weil ich glaube, da war eine AOE. Jedenfalls habe ich. Ich denke. Oh. Ja, ich bin tot. Geht ja schon mal gut. Warum auch immer? Wahrscheinlich hatte ich einen Buff drauf gehabt, einen Debuff. So, zurück zum Medi-Center, ich komme gleich wieder. So, bin wieder hier. Wo muss ich lang dahinter? Ich bin wieder bei den Schweinen gelandet. Und das alles nur, weil du mal wieder voran rausgerannt bist. Ich sag's und der schreit, haut trotzdem drauf. Ach, mit ihm. Huch, hier sind ja Mobs. Da oben stehen auch noch welche. So, okay. Die sind platt. Hier steht auch noch ein Haufen Zeug rum, aber ich komme erstmal wieder runter. So. Hopp. Ach ja. Ach. Ich hab doch überlebt. Ja, du wartest inzwischen, ne? Ja. Natürlich hast du überlebt, weil ich dich gerettet hab, du Vollpfosten. Na moin. Du Hirni. Oberbob. Ja, nur die Besten überleben. So war's schon immer. Ja, genau, deswegen liegt dein Kerl auch hier rum. Ja. So, ich werde ihn mal eben wieder aufstellen. So. Hast du gleich ausgetauscht? Ja. Bist du nicht sicher, dass wir einen Tank brauchen könnten? Ich weiß es halt nicht. Na gut, wir machen halt erstmal diesen Sturmsoldaten, ja, genau. Ja, jetzt ist ja nur einer da. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt hier Dingens gewesen. Ich hab dir doch gesagt, das ist Heldenbereich. Steht auch da, wenn man reingeht. Ach nein. So, wo springe ich jetzt rein? Plupp. Am besten erstmal nirgendwo, du heilst dich erstmal. Achso, natürlich. Natürlich. Gerade hier sollte man das schon machen. Und dann würde ich sagen, die Dreiergruppe da hinten, die so schön da hinten. Meinst du? Ja, gibt es da nicht zusätzlich? Oh, ich weiß gar nicht, ob das zusätzlich Leute gibt. Ja, ich sehe schon. Du bist so ein Viech. So, ich muss mal wieder heilen. Oh, jetzt hauen die mich. Warum hauen die mich jetzt? Sind die doof? Ja. Du brauchst dann ganz dringend deinen. Ja, du brauchst dann ganz dringend deinen Tank. Das wird sonst nix. So, komm nochmal wieder her. Ja, okay. Dann muss ich wohl halt mal los. Ja, das solltest du machen. Zack. Oh, oh, die Quest wurde so für mich aktualisiert. Und obwohl du nicht draußen bist, kannst du mal sehen, ich kämpfe hier noch Feinde und das, was du alleine nicht schaffst, mache ich, das, was du zu zweit nicht schaffst, mache ich alleine hier. So, müsstest du ja gleich wieder da sein. Ja, ja. Ich war noch gerade etwas falsch gelaufen. Bin so gut. Kannst du dich auch heilen, kannst du dich. Ich hab mich ja doch ein, zwei Mal.
Ja, sagt er aus Dings und Bums und so. Oh, hier sind sogar Sith-Adepten drinne. Also richtige Sith. Sith. Keine Ahnung, wie sprecht ihr das aus? Sith. So, ich sehe dich da draußen rumrennen, glaube ich. Bist du das? Ja, das bist du. Ja. Wer auch sonst? Da ist er. Ja, da bin ich. So, ich habe die Typen schon mal erledigt, schön. Die da links, rechts standen. Was habe ich denn heute von Aussprache? Stunnen. Ja, okay. Die gestunt waren. Ja, die gestunten haben. Genau. Leicht nordisch heute. Möhrebröt. Okay. Ja. Ist hier was? In Bosnien. Doch, guck mal da, da ist sowas. Ah, da. Gespräch beteiligen. Oh oh. Und du hast immer noch deine Kira Carson, oder? Ja, ja. War so klar. Warte, kann ich mal auf den anderen rufen. Oh ja, das geht noch, genau. Vielleicht besser. Und das ist jetzt hier wohl der Boss schon? Das wird wohl der Boss sein. Ich hab's nicht. Das ist nur ein kleiner. Ich bin ja wirklich richtig billig. Naja, hau du mal drauf. Halt den Gefährten mal. Ja, ich halte ja schon wieder auf. Ja, wo denn? Ich merke schon gar nichts. Beziehungsweise mein Gefährte, der weint schon jetzt. Der lebt noch. Der soll sich mal nicht beschweren. Noch. Der soll sich mal fein nicht beschweren hier. Lalalala. Siehst du? Mit einem richtigen Tank an der Seite geht das schon ein bisschen besser. Oh. Ein bisschen. Ne? Ein bisschen. Komm, heil dich hoch, verdammt ich. Gleicher Sinn. Ja, diesen Schlag hält er nicht aus. Gut, dann bist du jetzt dran. Ich glaube, ich will sterben wollen. Ah, hast du auch noch was geschluckt? Fein. Ja, so bin ich sicher. Wie viel hatten der noch? 10%. Oh, das kriegt mal hin. Dann lasse ich dich jetzt sterben und sammle alles alleine ein. Richtig, genau. So machst du das. So, zipp. Mal die Heilskills noch mit verwenden hier. Plum. Das war ja einfach. Total easy. Ja, hätte ich gar nicht gedacht. Oh, das ist meins. Das ist deine? Ja, dieser Prototyp. Ich wollte schon auf Bedarf würfeln. Bedarf. Und hier sein Gefährten lässt dann natürlich wieder liegen, anstatt den mal aufzuheben. Achso. Oh ja. So, ich guck jetzt mal hier rein. Was haben wir denn hier Schönes eigentlich bekommen? Das. Wo ist denn der Prototyp hin? Weg. Ja, mei, da ist er. Da hinten. Erfordert Streukanone. Achso, ist eine Flinte. Na, kann den vielleicht der Arik einsetzen? Nee, kann er auch nicht. Ja, bestimmt also, was für T7 gewesen. Möglich, willst du mal haben? Ja, wie denn? Willst du mir denn schicken? Kannst du nur per Post schicken. Ach so, stimmt, ich muss dir ja schicken. Ja, schicke ich dir dann mal per Post. Ja, sobald wir am nächsten Briefkasten sind, erinnerst du mich halt einfach dran. Dann schicke ich dir per Post. Aber wir müssen die angreifen. Na, ich hab dich auch schon. Du bist so voll hörst. Wir müssen die trotzdem noch angreifen, wenn wir die Bonus-Quest brauchen. Also das ist schon richtig gewesen. Achso. Dann hätte ich vielleicht noch das Königchen warten sollen und absprechen sollen. Obwohl ja. Das ist richtig los schon. Ach ja. So. Wunderbar, jetzt nur mal einer. So, da kann ich ja auch mal mit draufhauen hier. Geht schneller. Bum bum. Gut. Okay, bisschen hochheilen. Und damit hätten wir die Quest auch. Die ging ja einfach, muss man sagen. Also es war eine einfache +4 Heldenmission. Ja. Gut, wir sind ja auch immer noch ein paar Level über dem. Richtig.
genau. Was hier eigentlich sein sollte. Drei Level habe ich gesehen, glaube ich. Genau, so, wir gehen mal raus. Du heil dich mal hoch. Beziehungsweise kannst du auch in der nächsten Folge machen. Oder in der Pause. Wir machen nämlich jetzt eine selbige. Eine selbige? Freut uns, dass er wieder eine selbige, genau, eine selbige Pause. Freut uns, dass er wieder eingeschaltet hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.